Ich hab sie gesehen, ich laufe ja mit dem Hund hier immer rum. Ich sehe ihn in ihrem Plastiktypen. So, at first, the police said, thank you very much, because they are very quiet. Ein bisschen weiter, bitte. Also nicht direkt. Okay, sie haben Italien verlassen, weil in Italien das war kein Leben da. Sie haben sehr viel gelitten in Italien. Von denen, das war notwendig, nach Deutschland zu kommen, um hier ein normales Leben zu haben. Einige von denen haben 6 Monate hier verbracht, einige haben sie 4 Monate. Sie sind in Deutschland, um auch hier das Gesetz zu respektieren. Plötzlich hat sich alles geändert. Seit schon seit einem Monat. Jede Nacht kommt hier die Polizei und nimmt auch einige Leute hier von hier aus, um nach Italien zu schicken. Und es gibt schon einige Leute, die freiwillig hier verlassen, um sich irgendwo zu gehen zu verschwinden. Einige laufen, leben auf der Straße. Commence à oublier certains même de se livrer au vagabondage. Qui pousse certains même à se livrer au vagabondage. Einigen, sie leben einfach so auf der Straße. Ceux qui passent les nuits dans les bus tombent malades, ils ont faim. Die Leute, die leben einfach in einem Bus, sie haben Hunger und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, Stefan Birth, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis. Heute Morgen wurde der Polizei eine Spontanversammlung hier in St. Augustin an der Alten Heerstraße gemeldet. Circa 50 Personen, die Bewohner der zentralen Unterkunft hier in St. Augustin sind, haben sich hier versammelt, um hier friedlich zu demonstrieren. Offensichtlich war der Inhalt ihrer Forderungen die Unterbringung hier in der zentralen Unterkunft und die Rückführungsmodalitäten. Wir haben hier Kooperationsgespräche mit den Verantwortlichen geführt. Die Versammlungsteilnehmer konnten ihre Forderungen gegenüber der Bezirksregierung äußern und haben dann die Versammlung hier aufgelöst. Alles ist friedlich und ohne Probleme abgelaufen. Das heißt jetzt, die Hundertschaft, die war auch jetzt rein vorsichtshalber im Einsatz? Ja, die Kräfte, die aus Bonn hier zugezogen worden sind, haben wir natürlich vorsorglich hinzugezogen, weil wir natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Leute auch hier ihr Versammlungsrecht ausüben können und auch unsere eigenen Kräfte entsprechend ihre tägliche Arbeit auch erledigen können. Was sind die Zentren Forderungen?
Ja, also sie haben Angst, wieder nach Italien abgeschoben zu werden, weil in Italien niemand kümmert sich um die. Sie haben mir auf die Straße gelassen, sie haben keine Pflege bekommen, kein Essen bekommen. Und sie sind nach Italien, nach Deutschland gekommen, um hier Schutz zu bekommen. Und sie möchten gerne hier bleiben. Sie möchten das Land hier respektieren, sie möchten das Gesetz respektieren, aber sie möchten, dass man hier hilft, und der Wunsch ist, hier zu bleiben.